Und jetzt vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Nordmagazin Land und Leute. Baggern, Pritschen, Schmettern, das sind die Schlagworte beim Beachvolleyball. Erst recht beim weltgrößten Turnier in Karlshagen auf Usedom. Und damit herzlich willkommen zu Nordmagazin Land und Leute. Jetzt muss ich ablesen, weil jetzt kommen die Schlagzahlen der Veranstaltung. 84 Felder, 466 Mannschaften, 1220 Spieler und 140 Helfer. Sebastian Krause ist einer der Hauptorganisatoren, hat sich das vor Jahren mal überlegt. Sehr viel Aufwand für den ambitionierten Freizeitsportler, weil bei euch sind keine aktiven Profis. Bei euch kann man auch nicht riesen Preisgeld gewinnen. Ihr seid eine sportliche Spaßveranstaltung für den Hobbyspieler. Warum dieses Konzept? Weil wir so aufgewachsen sind. Wir kommen alle von der Insel Usedom. Wir haben hier das Beachvolleyballspielen gelernt und haben irgendwann mit der Idee, dieses Beachvolleyball-Event zu organisieren, begonnen, diesen Event vor 17 Jahren aufzubauen. Und daraus ist, aus dieser Idee ist letztendlich entstanden, hier den Beachvolleyball zum Mekka zu machen und haben gesagt, dass wir neben dem Profisport eben auch den Freizeitsportlern die Möglichkeit bieten wollen. Sehr schön. Und es gibt ganz interessante Wettkampfformen. Eine zum Beispiel ist der Sport für die Junggebliebenen, also das Turnier für die über 30-Jährigen. Und da gibt es einen sogenannten Mumien-Cup, das ist für die älteren Herren, und dann einen für die reif gewordenen jungen Damen über 32. Das ist der sogenannte Fregatten-Cup. Und diese beiden Veranstaltungen haben wir uns mal angeguckt. Als Erfahrene erscheint Frau schon mal mit alkoholhaltiger Cola zum Beachen. Solch Aufmunterungsdoping ist beim Hobbysport erlaubt. Dies macht das Spiel der Älteren so angenehm. Sich gut dabei fühlen ist wichtiger als das verbissene Streben nach dem Sieg. Mit dieser entspannten Grundeinstellung haben sich Astrid Eilers in Gelb und Dominika Jastak gefunden. Ich möchte gewinnen. Ganz ohne Ehrgeiz spielen sie also auch nicht, wollen nicht verlieren. Erst recht soll man nicht ihr Alter spüren. Immerhin trainieren sie für die Spaßturniere. Einmal pro Woche, aber nur Beachvolleyball, selbst im Winter. Das Sommergefühl ihres Sports wollen sich die Damen das ganze Jahr erhalten. Deshalb haben sie nach einem gewonnenen Spiel meist den gleichen Wunsch. An die Bar? An die Bar. Fühlt ihr euch eher jetzt wie eine Luxusjacht oder wie eine Fregatte? Also, ich finde diesen Begriff Fregatte ist sowieso ist völlig fehl am Platz, wenn wir noch mal kurz über diesen Begriff reden wollen. Wollte ich später, aber fang ruhig schon mal damit an. Okay. Weil ich meine, es gibt Mumien und es gibt Fregatten. Und wir haben ja festgestellt, haben wir uns darüber unterhalten, ja, dass ja die Mumien eigentlich weiblich sind und die Fregatten sind ja nur keine alten Ladies, sondern genau. Und das müssten ja dann eigentlich die Männer sein. Deswegen, wir denken einfach nicht drüber nach. Wie fühlt ihr euch, um mal auf den Ausgangspunkt der Frage zurückzukommen? Wir fühlen uns definitiv sehr vital und nicht wie eine Fregatte, die ja eigentlich eine alte Dame meint, sondern eher wie junggebliebene, sportliche Frauen im besten Alter, würde ich sagen. Was zieht euch hierher? Wir sind eigentlich jetzt nur hierher gefahren, um Spaß zu haben. Also um Leute zu treffen, weil man kennt sich ja beim Beachvolleyball und feiert zusammen, also trifft sich, feiert zusammen, quatscht miteinander und spielt auch ein bisschen. Wir spielen sehr viel in Berlin und die Gemeinschaft ist nicht sehr groß. Man kennt sich mittlerweile und hier hat man auch die Gelegenheit, auch Menschen aus anderen Bundesländern kennenzulernen und mit ihnen auch zu beachen und sich auch irgendwie ein bisschen zu messen. Nika, Astrid hat dich ja überzeugt, hierher zu kommen. Ja. Sie kennt das. Du bist das erste Mal hier. Mit welchen Argumenten hat sie dich denn gezogen, gelockt? Da gibt's nur einen. Wenn ich ehrlich sein soll, dann war das natürlich in erster Linie die Beachvolleyballspiele, aber Hallo. Ganz wichtig war auch die Party natürlich, die nach dem Turnier stattfindet. Also mit anderen Worten, wir werden euch heute Abend dann noch so richtig dann wirklich als aufgemotzte Yacht sehen. Definitiv, oder? Also aufgemotzt auch, natürlich. Natürlich auch. Wir gehen nicht in Beachklamotten auf eine Party, aber nein. Ja. Ich habe den Widerspruch auf deinen Lippen schon gehört, so nach dem Motto, sehe ich nicht jetzt eigentlich schon aus wie eine Yacht? Wie eine neue. Dann aber wie eine ganz junge. Wie dem auch sei, ob gut erhaltene Fregatte oder doch schon schnelle Motorjacht. Wir wollen jetzt zu etwas kommen, was ganz neu ist im Programm. Die Organisatoren haben sich wieder was einfallen lassen, nämlich Beachvolleyball nicht am Strand, sondern diesmal im Wasser.
Für den Demonstrationswettbewerb präsentiert sich die Ostsee von ihrer zahmsten Seite, wellenlos glatt. Das aufblasbare Spielfeld liegt wie angenagelt auf dem bewegten Untergrund. Die Regeln sind dieselben wie an Land. Athletische Höhepunkte aber schrumpfen im Wasser zu Hüpfern, Schmetterschläge oder die Sprungangabe. Ihr seid ja nun richtige Beacher normalerweise. Was ist denn jetzt anders oder was hat denn euch überrascht bei dieser Art von Beachvolleyball im Wasser? Also das macht viel mehr Spaß im Wasser, schöne Erfrischung bei der Sonne, ja. Man frisst weniger Sand, ne? Genau, und bleibt sauber. Man muss früher loslaufen auf alle Fälle, weil man, im Wasser kommt man nicht vorwärts, am Strand ist man schneller, aber funktioniert. Gute Alternative? Ja, auf alle Fälle, macht wirklich Spaß. Viel Spaß noch. Dankeschön. Der zweite Satz fällt leider ins Wasser. Wenn Gewitter droht wie jetzt mit Blitzen, sollte man nicht im Wasser bleiben, sondern ans rettende Ufer gehen. Man sieht, die Regenfront ist im Anmarsch, ein bisschen abruptes Ende, aber so ist das manchmal bei Freiluftsportarten. Wir wollten jetzt sowieso eine Pause machen für das Neueste aus unserem Land in Nordmagazin Kompakt. Überraschende Einigung. Das Land zahlt den Kommunen jetzt doch mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen. Bis 2018 bekommen die Kreise und kreisfreien Städte jährlich 7,5 Millionen Euro. Hinzu kommen 1 Million Euro jährlich für einen Fonds sowie 100 Euro pro anerkanntem Schutzberechtigten. Diesen Kompromiss gab Ministerpräsident Sellering heute nach einem weiteren Flüchtlingsgipfel bekannt. Kommunaler Sozialverband überlastet. Hilfebedürftige Bürger warten zum Teil Jahre auf Entscheidungen bei Widerspruchsverfahren. Das Gesetz sieht vor, dass diese nur etwa 3 Monate dauern sollen. Beobachter nennen als Grund für die Verzögerung auch einen beispiellosen Krankenstand bei dem Verband. Zudem habe er immer mehr Aufgaben bekommen, aber nicht mehr Personal. Derzeit sind 20% der Fälle unbearbeitet. Hightech im Einsatz. Mit einer Innovation in der Schneidetechnik sichert ein Familienbetrieb aus Gadebusch die Zukunft des Unternehmens. Die Firma Naturstein Mailan setzt eine landesweit einmalige Hightech-Maschine ein, die besonders hartes Material wie beispielsweise Quarzstein durchtrennen kann. Hierfür trifft feinster Spezialsand aus Australien mit Wasser und einem Druck von 4200 Bar auf die Schneidestelle. Mehr zu diesem Thema um 19.30 Uhr im Nordmagazin. Greif wird 65. Das Greifswalder Segelschulschiff war am 2. August 1951 auf Jungfernfahrt gegangen. Die Schonabrik wurde auf der Warnow-Werft in Rostock gebaut, ursprünglich als Geschenk für Wilhelm Pieck. Unter dem Namen des ersten DDR-Präsidenten war das Schiff bis 1990 im Dienst. Seit der Wiedervereinigung trägt der Segler den Namen Greif mit Heimathafen Greifswald. Annegret Glashoff hat uns ein Wetterbild geschickt, aufgenommen zu Hause in Schönberg. Die Aussichten. In der Nacht ist es meist gering bewölkt, gegen Morgen werden die Wolken von Südwesten her dichter. Es bleibt aber vorerst noch trocken bei 14 bis 10 Grad, es weht schwacher Wind aus Süd. Morgen ziehen dichte Wolken und Regenschauer ostwärts, später lässt der Regen nach. Die Temperaturen liegen bei 20, 21 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus südwestlichen Richtungen. Ich stehe im Kurpark von Karlshagen. Während des Beachcups ist das die Beachwiese. Denn während des Beachcups sind hier ungefähr 22.000 bis 26.000 Besucher im Ort. Die umliegenden Zeltplätze sind alle belegt und deswegen muss diese Fläche ja einfach mal kurzerhand umgenutzt werden zur Sondernutzungsfläche. Und wie man hier 2 Tage lang campiert, das gucke ich mir jetzt mal an. Jawohl! Ich bin jetzt in einer Runde aus Gütersloh gelandet. Eine sehr spaßige Runde. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind 16. Wie eng ist das so in 4 Zelten? Kuschelig, gemütlich. Ja, eng. Weil, ich sag mal, das ist ja kein richtiger Campingplatz. Das heißt, hier ist noch mal weniger Komfort. Wie fühlt sich das an? Naja, also es ist, wenn man duschen gehen will, auf jeden Fall eisig kalt. Weil wir keinen Strom und kein warmes Wasser hier bekommen, heute zumindest. Das werden die in Karlshagen nicht gern hören. Aber ist das immer so oder heute nur die Ausnahme? Jetzt gerade die Ausnahme. Das ist auch mal anders, ja.
Gestern war es warm. Warum tut ihr euch das an? Was zieht euch aus Gütersloh bis hierher? Das ist ja ziemlich weit. Soll ich Affentennis erwähnen oder nicht? ja, weil es immer wieder witzig ist und Spaß. Wir kommen alle zusammen. Wir kommen aus ganz verschiedenen Städten. Also wir kommen alle ursprünglich aus Gütersloh, aber Studium und alle ziehen mal woanders hin. Und hier treffen wir uns alle wieder. Was macht denn für euch so das Besondere aus? Es ist gemütlich, man sitzt immer beieinander, man hat eine Party, man hat den Strand, das Meer. Volleyball ist natürlich unser Hobby. ja, es ist einfach nett hier. Und insofern erträgt man das mit kaltem Wasser und wenig Platz? Ja, es erfrischt. Bei so wenig Schlaf muss man auch ein bisschen Erfrischung haben. Und jetzt geht's gleich zur Party? Nee, gleich noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Dann stelle ich die Frage nochmal. Geht's dann später zur Party? Na klar. Die darf man sich nicht entgehen lassen. Die ist super. Da sehen wir uns dann alle wieder. Frisch geduscht. Ich hoffe, Sie erkennen sie wieder, unsere beiden Beachvolleyballerinnen von heute Vormittag. Wir sind auf der legendären Beachparty von Karlshagen. Ist das, wo man denn nach dem Wettkampf sagt, jetzt lassen wir mal wirklich so ein bisschen die Sau raus? Klar, deswegen sind wir hier, um Party zu machen. Und wir lieben es, Party zu machen und zu tanzen und die Leute zu erleben. Jetzt kennt ihr ja wahrscheinlich viele Partys. Ist diese Party was ganz Besonderes und was ist das Besondere? Na, sie ist halt groß, die Musik ist gut und es kommen halt alle zusammen. Also alle aus dem Ort und alle Beachvolleyball. Man hat es nicht so oft, dass halt aus der ganzen Bundesrepublik, aus ganz Deutschland, alle zusammenkommen und feiern. Das hat man jetzt nicht so oft. Und achtet man denn als Sportler darauf, dass man zeitig ins Bett kommt oder wird da so lange gefeiert, wie man will und vollkommen egal, wie morgen dann der sportliche Wettkampf ausgeht? Also nachdem der sportliche Wettkampf gelaufen ist, achtet man nicht mehr, wann man ins Bett kommt. Aber es gibt ja auch Männer, die morgen noch spielen. Die achten wahrscheinlich auch nicht drauf. Würde ich hoffen. Aber ich glaube schon, dass die weiterkommen wollen, mindestens also um 12 Uhr im Bett sind. Oh, jetzt. Das ist der Countdown für das Feuerwerk. Wir überlassen jetzt alle einfach mal dieser Party, denn dazu muss man nichts sagen, da muss man einfach nur zusehen. Es ist der Tag nach der Party, der Finaltag. Neben mir wieder Sebastian Krause. Du hast selber mal gespielt, du kennst die Spieler alle. Wie ist das bei der Beachparty? Feiert man da bis zum bittersüßen Ende oder mit Blick auf das Ergebnis am nächsten Tag treibt man es dann doch nicht so ganz arg? Naja, wir sind ein Sportevent, also ist natürlich die Aufgabe jedes einzelnen Sportlers, der hier im Usedom Beach Cup spielt, zu gewinnen. Das verlangt die Ehre des Sportlers und des Beachers. Nichtsdestotrotz ist der Highlight die Beachparty am Abend. Und junge Menschen und Beachvolleyball verlangen natürlich gute Laune und auch Feiern. Und ich glaube, viele lassen diese Party nicht aus und gehen natürlich auch ein Stück weit über ihre Grenzen, auch am Abend, sind aber um 9 Uhr wieder fit, um im Finale unter Umständen dabei zu sein. Wir erleben gleich die Finals. Der Center Court ist schon gut gefüllt, aber die meiste Organisationsarbeit ist geleistet. Wie fällt euer Fazit aus? Vor allen Dingen auch mit Blick auf das Neue, was ihr probiert habt, nämlich Beachvolleyball direkt im Wasser. Ja, eine ganz neue Geschichte, die wir uns mal ausgesucht haben. Ich glaube, das Fazit dafür ist, es ist machbar. Man kann Spaß haben und das ist einer der Punkte, die immer im Vordergrund stehen. Und von daher werden wir an dem Konzept, was wir jetzt als erstes mal ausprobiert haben, gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten und fürs nächste Jahr eventuell mit einer ganz neuen Idee zum Usedom Beach Cup 2017 zurückkommen. Da freuen wir uns schon jetzt drauf und wünschen viel Erfolg für 2017 beim weltgrößten Beachturnier. Das war unsere heutige Nordmagazin Land und Leute Sendung. Gucken Sie nachher bitte noch das Nordmagazin um 19:30 Uhr und ansonsten bleiben Sie schön sportlich.